Hallihallo und willkommen bei einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es wird langsam Zeit, der Countdown läuft. Wir gehen sofort rein, es gibt einen finalen Trailer zu Lightyear von Pixar und wir schauen jetzt rein. Buzz Lightyear Mission Log, Stargate 3901. After a full year of being marooned, our first hyperspeed test flight is a go. Die Frage ist, sind Lightyear und seine Kollegin hier schon auf einem anderen Planeten oder Disney, Pixar Animation Studios? Die Roboterkatze, die ist ein bisschen klischeehaft. Da hätten sie vielleicht einen anderen Robot nehmen können, aber wieder der Flug ins All, wieder dieser Hyper, ja, ah, diese Ringe. Disney und Pixar. Okay, Buzz ist anscheinend irgendwo gestrandet. Oh oh, was ist? Robots? Hawthorne. Ach, das ist seine Kollegin. Okay. Diesen Juni. Böse Robots? Nein, keine Robots. Menschen in einer Rüstung, alte Menschen. Oh je. Ja. Ja. Ach, ich weiß es nicht. Du kennst seinen Namen. Und das ist eine Geschichte. Seems a bit low. Mission failure imminent. In three. Grandma always said. Bösewicht, den man auch bei Toy Story gesehen hat. There was a big swirly do. I think I need a bag. No, no. Please record your last words. Do not vomit inside the vehicle. Do not vomit inside the vehicle. If you are satisfied with this recording, speak or select one. Lightyear. To infinity. Are you trying to get me to pull your finger? Don't fall for it. No, not like that. Sorry, it's a thing your grandma and I used to do. Yeah. Okay. 17. Juni. Ja. Meine Theorien erhärten sich. Es geht um einen Hyperspace-Antrieb. Es geht anscheinend, ich glaube, um eine Zeitreise. Und dieses riesige, kugelförmige Raumschiff oder Gebilde oder was das auch immer ist, das hat eine größere Bedeutung. Ich bin gespannt. Ihr seid bestimmt auch gespannt. Ich wünsche euch was. Bleibt neugierig. Und wir sehen uns bei der nächsten Reaction oder bei der nächsten Science-Fiction-Theorie. Macht's gut und tschüss.